Ja, Salle, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Heute wieder in Forza Horizon 4 im Multiplayer mit der Pixelhelden-Community und zwar wieder im CVR-Format auf dem LEGO Speed Champions. Die zwei postieren sich da noch und dann geht's auch gleich los. Alles andere erfahrt ihr gleich noch von Maxi. So, und damit wieder ganz herzlich willkommen zurück hier in Forza Horizon 4 zu LEGO CVR. Wir geben dem Ganzen nochmal einen Versuch, gucken, wie sich das Format so hält. Wir spielen wieder eine Runde Cops vs. Racer mit am Start heute Beta-Effekt Flyhigh, Justin, Kobayashi, Yi, nur 24-Stunden-Racer, Schöni, Thomas, Alpine Gecko, Christian, Exit und der Rotzdu. Grüß euch. Hallo. Moin. Moin. Servus. Ich grüße keinen. Guten Abend. Hallo. Richtig unhöflich hier unterwegs. So, und da haben wir auch schon die ersten vier Racer-Karten stehen. Der liebe Schöni hat natürlich in seiner Tradition so ein bisschen, würde ich sagen, wieder ein Subaru ausgepackt. Man Der möchte nur Just. sagen, wenn es euch auf den Sack geht, ich kann auch gerne mal einen Mazda auspacken. Der Justin ist das, glaube ich, fährt den, ja, Reventor. irgendfarbigen Reventor oder auch nicht, mit diesem, wie nennt man die Farbe? Ich komme gerade nicht drauf. Babyblau. Da gibt es doch auch so andere Bezeichnungen. Türkis. Türkis, danke. Den türkisenen Reventor. Alpine Gecko im Ford Focus RS und dann noch, last but not least, Aston Martin, ein Vanquish müsste das sein, oder? Er ist grün. Ja, ausnahmsweise mal kein BVB-Design drauf. Halleluja. Aber dann würde ich sagen, ich schicke die Racer direkt los und der Lorenz darf die Cops einteilen. Hallo. Bestätigt einer von euch? Gleich. Muss mir Geht. kurz was machen. Oh, wie ich das hasse. Timer ist gestellt, ne? Ja, wow. Ich hasse es, dass Forza immer raustappt. Ich will nie wieder Lego mehr. Den ersten Passanten mitgenommen, oder was? Nein. Ihr fahrt los, ich bin noch nicht bereit. War beim letzten Mal genauso. Ja, ich stand länger dort als du. Nein. Doch. Nicht? Nein. Ich hätte um den Probe fahren sollen. Okay, die dürfen in 5 Sekunden losfahren. Achtung, Alpine, ich bieg links. Ja. Okay. Boah, meiner will gar nicht Offroad fahren, das ist ja. Eigentlich ganz gefährlich, Spawnpunkt vorbeizufahren, ne? Na, aber ich denke, die wenigsten werden sich direkt reparieren. Da kommt schon die ersten Cops. Die zwei Cops fahren zum Dingsbums hoch. Speedway? Ja. Ich Okay. glaube, da war auch ein Cayenne dabei. Von welcher Seite? Ja, von der Wüste. Okay, perfekt. Ja, hab einen SLS gefunden, auch in dieselbe Richtung unterwegs, aber der wird mich jetzt wahrscheinlich verfolgen. Wo? Stadtreinwärts zum Spawn hin. Also zum Anfang. Lol, der leckt mich Stück Scheiße. Ja, Cayenne und Audi kommen mir entgegen. Okay, Was gibt's soll das Holz? heißen, du bist tot oder? Nö, nö. Was? Nö, ist nix. Gut. Konntest dein Leben noch retten? Achso, du bist in der Stadt, ne?
Oder wo bist du, Thomas? Ich fahr grad Speedway raus. Oh Gott. Hä, wo kommen die denn? Dann dreh ich lieber um. Schon wieder weg. Ich bin schon aus dem Wüste raus. Fahr jetzt in Richtung Leuchtturm. Oh Gott. Okay. Hä? Langsam aber. Könnt noch 500 Meter chillen. Bin jetzt über den Spielplatz drüber. Alpine, hast du den Timer? Nein. Ja, dann. Ich hab einen Timer. Okay. Was sagt der? Tick-Tack. Wie lang? Gar nichts, weil es digital. Weiß ich nicht. Ich hatte gerade Kopf hinter mir. 3 Minuten 50, also aber die Minute wegfahren muss dann noch abziehen. Ja. Bin jetzt bei dem Griffzone. Fahr ich rein. Oh ne, da geht's zum Festival. Wo geht's zum Festival? Ich fahr jetzt wieder raus, weil ich. Hey, was macht der Mini? Oh nein. Hier geht's zum Festival. Hallo. Okay, hallo. Welche Driftzone bist du gerade gewesen? Sorry, ich muss kurz ins Pause-Menü. Dieser scheiß Streamer-Modus, du. Ist nichts mehr hinter dir. Zumindest kam noch nichts. Was hinter mir? Ja, ja. Den Evo, den ich hinter mir hatte, den habe ich. Ja, die sind alle hinter mir her. Oh, das ist 20% Motor und die schieben mich die ganze Zeit. Ja, ich habe auch schon 25 Motorschaden, wenn ich einmal in einem Kopf ausweichen der musste. Hat mich nicht gesehen. Ich war natürlich jetzt auch fast zum Festival, fährt erstmal so ein schöner Kopf neben mir vorbei. Wie war das mit den Rampen? Die dich nach vorne katapultieren. Gute Frage eigentlich. Ich glaub nicht. Ja gut, das weiß ich auch. Als Cop kannst du. Also ja, was heißt, weiß ich auch. Wenn ich dann aus Versehen ins Trudeln komme und ja. Man munkelt. Ich hab Bock. Spätestens wenn sie schön hier haben und irgendein Cop sieht mich, bin ich auch tot. Ja, die haben mich. Und wo? Ziemlich bei Mainland. Okay. Oh Mann, ey. Noch du und der Subaru. Ist echt nett. Ich will dich finden, um mich wieder zu erst. Ja, das ist auf der Map hier ein kleines Problem. Ich denke mal, man soll sich wieder auf den Startpunkt stellen, oder? Ja. Ja, oder halt irgendwo. Hier ist ein Flugplatz oder halt irgendwo in den Straßen, die man nicht befahren darf. Oder was auch eine gute Idee ist, Speedway Drag Strip. Ich habe mich jetzt auf den Startpunkt draufgestellt. Ja, dann hast du die größte Wahrscheinlichkeit, dass du mit der Drohne mal ein bisschen was schauen kannst. Ja. Ist das einer von euch, der da in der Stadt fährt? Nee, gerne. Ich gebe keine Auskunft. Ich schon, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist ein Kopf, das habe ich schon so wahrgenommen. Die Frage ist. Also ich sag nur, ich bin nicht Stadt. Gut, dann ja, ist es Kopf. Es war ein Evo. Bin gerade bei Kühn vorbei. Muh. Man munkelt. Ach, der SLS, ah, hau doch ab. Ja, und der war auch voll in der Stadt.
Wo bist du jetzt unterwegs hin? Sag ich dir nicht. Auf dem Offroad-Weg von diesem inneren Flugplatz Richtung, ja, das andere halt. Da, wo der bist du? Privat? Aber nicht zum Mainland, oder? Zufälligerweise. Oh, hier stehen auch noch zwei Cayennes. Ja, moin. Ja, dann fahren wir da lang. Nö, ich fahr dann in die Stadt rein. Dann ist sehr gut. Bin ja ganz gut weg von dir. Autsch. Okay, heißt ich kann tot? Doch nicht in die Stadt reinfahren. Ah, das ist von Tasche. Ja, 64. Was ist nicht in die Stadt? Ja, in die andere Richtung. Nach Süden runter. Okay, gut, dann. Und tschüss! Oh, hier ist ja die Brücke. Oh, das sieht schlecht aus. Brücke? Ah, 81 Motor, ist okay. Ah, ein Treffer vorne und du bist raus. Ja. Eigentlich jetzt schon ziemlich fertig. Weil da vorne kommen Häuser und da haben sie mich auch festgesetzt. Machen sie nicht. Jetzt ist ziemlich rum. Oh, viel Zündungen. Jetzt ist vorbei. Schau mal. Ah, außer ja. Der Auto. Scheiße. Ja, nee, jetzt ist. Ja, doch, ne? Nee, nee. Jetzt in der Wüste RSX. Jetzt. Ist okay. Jetzt aber. Ja, da bin ich nämlich auch. Dann hast du den RSX auch gesehen? Ich hab den, glaube ich, auf der Backe, oder? Nö. Kurzes Ründchen für mich. Der ist mir nämlich auf der oberen, glaube ich. Ich glaube, der fährt die Wüste hoch, die Wüstenstraße, die eingezeichnet. Also Flyer, du bist tot? Jo. Super. Natürlich bin ich in der Wüste. Uff. Ich würde mir eher darum Sorgen machen, wie es mit dem Respawn so aussieht. Und es ist ein Cayenne! Ja, es ist nur ein Cayenne. Das war ein SLS? Ja, nur ein Cayenne. Mir so viel darf ich verraten. Wo bist du mit dem Cayenne? Dort. Okay. Mögliche Ziele? Fahren. Getroffen werden. Eigentlich nicht mein Plan, ist aber passiert. Dieser Mini. Was mit Minis, oder? Ich sehe zu viele Cops. Kannst dich freuen, es kommen immer mehr. Ja, ich weiß. Ich darf ja nicht mehr sagen. Ja, dass sie mich verfolgen, ist irgendwie klar, also. Na, der andere ist ja der Fokus, ne? Ja. Alter, wie schnell ihr seid. Ich komme mit der Drohne nicht hinterher. Wie schnell der SLS aber auch ist. Suspiciously fast, würde ich behaupten. Das heißt, der muss Arsch zu fahren sein. Alter, ich muss. Ich glaube, der hat sogar noch Handling Parts bekommen, dass er besser wird. Trotzdem. Trotzdem, wenn ich den fahren würde, würde er sich wie Arsch fahren. Das war nicht gut. Nein! Hey, hier haben sie mich auch festgesetzt. Ich fahre jetzt Hauptverbindungsstraße. Hauptverbindungsstraße? Und? Was wolltest du? Er fährt erstmal durch. Querverleihen. Wo willst du lang? Das ist eine. Ui. Nicht, dass wir uns begegnen, Frage, das geht's. Weil er wurde gerade abgeschossen und jetzt fährt er in die andere Richtung. Okay.
Ja, die sehen mich doch. Was ist schnellste die Weg zur Straße. Naja, Justin, Offroad wenden ist so eine Sache. Jetzt so oder so wenden müssen. Oh, wieso habe ich in der RS6 dran? Hallo Begrenzer. Oh, ich habe mich selbst in den Begrenzer gehauen, weil ich runtergeschalten habe. Ja, jetzt kann ich endlich mit der Drohne an dir dranbleiben. Schön. Für die Drohne. Ich habe eine RS6 an der Backe. Ja, die wollen mit dir den Deal sealen. Das ist für die Zuschauer auch mal cool, hier so eine Action-Kameraführung und nicht nur auf der Karte das zu beobachten. Ja, lustigerweise auf Lego. Okay, und Justin hat keine Ausreden mehr, warum er Offroad gefahren ist. Ich habe alles auf Kamera. Aber jetzt zieht er davon. Justin, du sagst mir, wenn du raus, oder? Ich fahre in die Wüste, also ich weiß ja, nicht, kann auswerten. Ich auch in der Wüste gerade. Oh, scheiße. In der Blitzerzone. Da das sah nicht schlecht aus. So. Ich würde sagen, ich schwenk Sinn, mal auf. Wenn sie jetzt wechseln würden. Aber ich sehe es nicht, weil ich 500 Kilometer hinter dran bin. Mit der Wo Drohne. Sind sie denn? Wo fährst du denn mit dem? Ach, da. Ich verarsche den gerade ein bisschen, so, wenn ja, du mit der Drohne dran bist. Beobachte euch jetzt gerade. Ja, ich bin direkt vor euch. Wenn man hier links kommt, glaube ich. Hopp. Das sind zwei. Ja, da hast du ihn jetzt nicht verarscht. Ja, der verfolgt den Justin. Wo bist du? Flugplatz innen. Da unten schon wieder. Jetzt hättest du eine schöne Driftspektive gehabt. Und ich gehe mal davon aus, du fährst Richtung Süden. Ich hab's zwar, aber ja. Ich hab keine Aufnahmen laufen. Aber Respekt. Perfekt, fährt er. Du bist schon in der Driftzone. Ohne zu rammen. Der Typ hat's. Und wo fährst du dann rum? Flugplatz außen oder Richtung Mainland? Beides Richtung Spawnpunkte von dem her. Denke ich, fahr Flugplatz. Ach du Arsch, ich bin jetzt gerade unten am Knick. Ja, dann cutte ich da hoch. Ja, RS. Hält einen schönen Abstand, dass er nicht gleich dann vorbeifährt. Wo bist du? Tut's aber trotz. Was denn? Perfekt, oder? Flugplatzumfahrung. Schon ganz. Wie weit seid ihr? Seid ihr schon fast wieder oben an der Wüste? Nicht wirklich. Wo dann? Noch unten in der Kurve beim Leuchtturm? Ich habe mehr Reifen. 35% Reifenschaden. Und 0% in der Karosserie. Ah, fahren wir da lang. Ja, jetzt wollte gerade mein Handy irgendwas von mir drum gesponnen und jetzt bin ich gegen Baum gefahren. Wurde gegen Baum gedrückt. Bist du im kleinen du S, raus? Oder? Echt? Nein, Justin ist nicht ich? Raus. Hat ziemlich wehgetan, bin bei 35 Motor. Jetzt diesen Dirt Weg. Naja, jetzt hast du ja Zeit zu sagen, wie lange ich noch durchhalten muss. Wir haben 16 Minuten 30. Muss ich noch oder haben wir? Nein, haben wir. Was? Haben wir. Bedeutet noch 9 Minuten. Oh, ja. Jetzt habe ich, glaube ich, auch ein Evo auf der Backe. Ich sag dazu jetzt mal gar nichts. Abgeschossen haben sie sich nicht. Schade.
Markus, der ist erlöst. Na egal. Ja, eine Nebo gute auch Info Locke. Für deinen Mate, dass der SLS bei dir verschwunden ist. Oh. Ja, dann ist er wohl denn? Auf dem Weg zu dir. Okay, dann machen wir es so. Oh nein, da verschwindet ihr. Oh, das tat weh. Jetzt habe ich noch ein Cayenne dran. Okay, jetzt heißt es Gasgeben. Wo fährst du? Speedway. Okay. Oh, SLS, SLS. Ja, ich muss da irgendwo raus, keine Ahnung. Direkt am Spawnpunkt. Oh. Von den Cops. Da war der Prezi ist ja auch hinter mir. Ich habe alle dran, gerade aktuell. Nee. Ein RS6 ist noch hinter mir. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Dass jetzt gewechselt wird. Du bist so angeschlagen, dich können so locker an der Leine halten. Und jetzt wird eben der andere platt gemacht. Wo fährst du hin, Alpin? Ja, keine Ahnung. Wo bist du? Halt mal der? Deine momentane Richtung an. Dort Halbgas in Vollgas macht gar keinen Unterschied. Alpin, wo bist du? Richtung Start unterwegs. Sagen, hat gerade einen Treffer kassiert? Nein, noch nicht. Er kommt noch. Ja, der Cayenne, es ist alles eigentlich dran, ne? Außer ein ja, Cayenne. Jetzt ist fast alles. Ja, das war's. Du bist raus? Ja. Ja. Ach, scheiße. Balanced. Die Hauskante. Gut, ich frag gar nicht, wo Justin ist. Ich fahre, flieg einfach den Kopf hinterher. Hä? Nee, die fahren. Das gefällt mir nicht. Wo wurdest du festgesetzt? In der Stadt. Na geil, da war ich gerade genau in der Nähe. So, ich bleib mal bei dem Cayenne dran. Ja, als ob sie dich gleich verfolgen. Oder nicht erst reparieren. Na, ja, ich denke mal auch, wenn sie jetzt alle auf mich gehen. Ich sehe dich von der Ferne. Hab ich auch nicht mehr viel Leben übrig. Was ist jetzt? Was? Hä? Oh, okay. Alter! Ui. Das war knapp! Hm? Und das war zu weit. Das war ein Treffer. Das war ein Treffer. Das war ein bisschen rausgeschoben. Wenn wir schon so langsam sind, dann kann man sich auch mal was erlauben. Ja, ist denn nicht immer Offroad ausweichen? Du werd ins Offroad geschoben. Nein, von Cayenne, was soll ich denn nicht machen? Ich hab's gesehen. Ich seh mal den SLS. Ah, der Cayenne hat den letzten gerade geschoben. Was ist jetzt passiert? Jetzt seid ihr verschwunden. Jetzt ja, seid bei ihr mir verschwunden. Auch. Bei mir auch. Ja, ich fahr eigentlich gerade wieder genau in eure Richtung. Glaube ich. Hä? Yeah. Warum sind ich die jetzt Ich sehe gar keinen mehr. Ich auch nicht.
Und dann mal auf der Karte sehe ich irgendjemanden. Doch, auf der Karte, ja. Ah, jetzt! Jetzt! Wird mir wieder Kolonne angezeigt. Ab hier da. Sind jetzt 22,5 Minuten rum, Justin. Das ist ein Baum. Und das ist ziemlich vorbei. Nein. Ja, doch. Das ist ziemlich vorbei. Nee. Ja, Justin, also komm. Sei fair. Ich hab mich wieder rausgelassen. Wenn sie mich jetzt festhalten, dann. Jetzt ist vorbei. Ja. Oh, kurz vor Toreschluss. Die Form sind nicht gut von dem her. Foto machen kann. Ja, die sind schon heiß. Schickt die jemand los? Die sind schon heiß. Okay, ich schick sie los. Schick sie los, ja, passt. So, dann geht's los in der zweiten Runde. Ihr seht, ich habe mir den Prezi gegönnt. Natürlich jetzt, wo es nass wird, mit dem Hackantrieb wieder super viel Spaß. Egal. ja, ich würde natürlich eine ähnliche Einteilung machen, wie du findest das Stundenmesser gerade. Das heißt, Schöni, dich hätte ich gerne Strandstraße Nord, Strandstraße Süd. Dann Justin, du darfst das Dreieck fahren aus Hauptverbindung Nord, Wüstenstraße, Waldtriftstrecke und nördliche Stadtstraße. Okay. Rum. Dann Thomas, dich würde ich in Speedway schicken. Jawohl. Und wer ist noch übrig? Justin. Hä? Exit auch noch. Jens? Hab ich Chris oder grad... Justin? Chris? Nee, dann ist Chris noch übrig. Du machst Flugplatzumgehung und innere Flugplatzstraße und fährst da so ein bisschen im Kreis. Fly High, du darfst in die Wüste und da so ein bisschen alles durchgucken. Und Alpin, du darfst so ein bisschen, ja, kleines S, großes S rum. Und der einzige, der noch fehlt, ist Exit? Exit, genau. Du darfst, ja, so Strandstraße Süd, untere Hauptverbindungsstraße. Ihr dürft losfahren, gell? Mit durchfahren. Ach so. Ja. Ich hab eigentlich gewartet, dass die anderen losfahren, aber dann bin ich halt selber losgefahren, wa? Lol, hänge mich gleich mal auf der Brücke auf. Bill Minis. Genau. Minis? Ja, überall Minis. Wir sind ja 7 Stück entgegengekommen. Ne, die sind mir vorhin schon direkt einfach am Deutschgrad hier rum. Bin wieder in gerammt. Der Audi fährt sich gut. Ja, der Audi hat halt relativ viel Gewicht, der schiebt ein bisschen, aber da gewöhnt man sich dran. So, frischer Cayenne nach dem Treffer. Da kommt was Schnelles. Cayenne werde mich auch gerade fast weggerumst. Was? Natürlich zählt der Frontalcrash und ich hab zwei Racer. Ich hab hier den ersten. Driftstrecke, eine Richtung Wüste, eine Richtung Wald. Ich hab hier den in den Wald rein. Eine Corvette auf der östlichsten Straße in der Wüste. Was? Ja, Flyhead bleibt dran. Wir gehen auf den, was Justin gesehen hat. Ich hab den RS7, der hat auch schon anscheinend einen zählenden Frontalcrash. Fährt die Waldriftstrecke runter. Okay, ich komme dir entgegen. Da war gerade ein Evo in der Stadt. Ja, da ist auch ein R8, der die Straße hochfährt. Wir fahren ins große S. Ins große S, alles klar. Und der RS7 geht ziemlich schnell tot und ab irgendwie 200 kommt auch nichts mehr, also. Oh. Geht eigentlich nur noch ums draufhalten. Seid ihr schon aus dem großen S draußen? Ja, und wir fahren Offroad-Weg. Bei knapp 300 in der 8 Frontal geknutscht. Den Offroad-Weg, okay, ich komme euch entgegen. Ja, ich bleib stehen. Fährt oder kommt Festival raus? Also nach Offroad-Weg weiter Richtung Festival runter, wenn ihr Schaden habt, repariert euch. Stop. Nein. Bin am Spielerhaus dabei. Schon ein bisschen weiter. Passt. Schade, Evo.
sind jetzt am Mainland vorbei. Sorry, Maxi. Komm. Alles gut. Wollen wir noch ausweichen? Tot. Warum ist hier keiner? Ach doch. Wo seid ihr hinten? Mal an der Umgehung. Driftzone, Richtung, was ist denn das hier? Ich setz den hier zwischen zwei Minis fest. Passt. Okay. Leider braucht gar keine Hilfe da mehr. Gut. Wir sind. Flugplatz und Umgehung. Na, was? Er ist abgebogen auf die Offroad-Straße, auf den Offroad-Weg zum Flugplatz und zum Leuchtturm, glaube ich. Kann das sein? Ja, kann wohl zumindest. Genau. Ja. Ich habe eben gerade Probleme, irgendwie die Karte zu lesen und dran zu bleiben. Achtung, Ego, Achtung. Komm mit mir mit. Wir warten hier auf ihn. Hier kommt er raus, nämlich. Ich komme entgegen. Ja, das ist eben gerade das Wasserloch, jetzt Blitzer. Jetzt ist er oben in der. Oh nein. Maxi, da vorne kommt er, glaube ich. Ja. Was ist mit seinem Auto? Ja, schade. Ach ja, mir ist er auch vorbei, leider. Wohin? Immer kommt noch jetzt die südlichste Offroad-Straße. Kommt jetzt, glaube ich, gleich drauf. Ja, ist mir entgegenkommen. Da, du kleiner Racker. Bleibt wieder in Richtung Norden auf der Straße, wenn ich das richtig Sinn hab, oder? Ja, bleibt, ja. Nee, bleibt ja auf dem Dreck, oder? Also, ja, bleibt, ja, ich glaube auch. Aber bleibt ja auf dem Dreckweg. Zumindest ist noch vor mir scheinbar. Wo biegt er ab? Weiß schon nicht genau. Hast du ihn gesehen? Ist das Cayenne? Doch, der ist abgebogen. Flugplatzumgehung. Ja, Flugplatzumgehung wieder. Äußere. Was ja ist denn? Hä? Wie? Er hat sich jetzt weggeportet. Hä? Was? Nee. Ansonsten geht kurz rüber. Ja, fährt Flugplatzumgehung. Ich bin mir nicht sicher, was. Ja, er ist hier ins Offroad gefahren und dann auf einmal war er weg. Vielleicht hat er aus Versehen auf Zurückspulen gedrückt. Warum muss es eigentlich die ganze Zeit regnen, ey? Dass der Elster das nicht so stark wird. Also. Hier links. Ja, ah, nicht ja ich. Ein Fester bei. Ja, trotzdem gezählt. Sehr gut. Was seid ihr? Das raus, sehr gut. Daher nice. Brauchst du noch Unterstützung? Ja, nö, weil der andere sich weggeportet hat. Oder ist ja jemand aus der Sitzung auch geflogen oder so? Keine Ahnung. Die Corvette? Ich hab's gesehen. Die Corvette. Oder was war das doch? Eine Corvette? Ansonsten geh doch. Eine grüne. Ja, gehst du kurz frag runter mal unten, bitte. Wer? Du! Du hast verfolgt, du fragst. Die Corvette jetzt selber getötet oder so, habe ich mitbekommen? Ja, der ist mir frontal reingehämmert eben. Kann man irgendwo. Also Corvette zählt jetzt nie im Flughafen, Quatsch, am Speed. Okay. Der hat eben geruht, ist ins Pausenmenü. Okay. Okay, da ist er jetzt draußen. Ja. War nicht schlecht. Gut. Dann alle auf ihrer Position. Also haben wir jetzt weiter zwei. Genau. Ich glaube, ich sehe irgendwas Richtung Stadt. Von wo nach wo? Unbenannt. Oder Unbenannte oder Stadt rein. Unbenannte? Was ist denn Unbenannte? Ja, halt Festival. Achso, die Festivalstraße. Okay, jetzt hat er. Ja, die ist nicht auf der Map eingezeichnet. Das ist die Verbindung vom Festival zur Stadt. Ich konnte ja, aber genau da haben wir Spielerhaus vom Flugplatzumgehung. Jetzt habe ich es. Flugplatzumgehung Richtung Strand oder Richtung. Richtung Wüste. Alles klar. Komm entgegen. Hat einen leichten Seitentreffer gekriegt, aber ich weiß nicht, es war nur ein Streifer. Seid ihr schon an der Kreuzung 2? Also Kreuzung Wüste. Dürfte jetzt dort schon eventuell gleich genutzt sein. Seid ihr schon da an den Skeletten vorbei? Die Straße hoch? Noch nicht, oder? Ich bin vor runter reingehalten. Da kommt was. Ende Flugplatzumgehung. Achtung, ich stehe auf äußere oder innere? Äußere. Ja, fährt in die Wüste. Das Offroad-Gebiet. Ja, muss reparieren. Von da halt erwischt. Ich springe jetzt auf ihn drauf. Hat es jemand auf Band? Ah, oh, schade. Ja, hätte ich. Du hast es doch auf Band. Richtig. Sorry.
Schaut auch die anderen Sichten übrigens. Ja, richtig. Sollte genauso spannend sein. Richtig und richtig. Machen wir mal kurz den Offroad-Gebiet, ne? Ja, Offroad. Ja. Schieben da rauf mal. Schade, aber nicht selber rauffahren. Ja. Pfeffer! Der war böse. Ja. Kommt wieder zurück. Gut. Den habe ich böse erwischt. Ey, mit dem Heckantrieb hier durch die Wüste zu prügeln, ist nicht so geil tatsächlich, finde ich. Schießt ein Anker zu mir rüber. Ich bin auf dem Heck gelandet! Warte, ich knall mal eine von vorne. Ja, der hat sich richtig schön abgebremst. Uiuiui. Ja, alle sind drauf. In der Spitzkehre. Luzi. Sehr schön. Der war sauber, der war gut. Geflippt. Ja. Und ich mach gleich dann Maxi, mach mit. Er hat sich noch kurz vor Schluss zurückgeportet. Wo sitzt er? Da hinten steht er. Ja, dann ist er auch. Also geht das Pausenmenü, den haben wir geschafft. Ja. Das 5 müsste das gewesen sein, habe ich zuletzt im Speedway gesehen. Es hat dieser Hügel hier. Er hat das gehupt, das fährt nochmal los, aber ich glaube, der ist raus. Es hat dieser Hügel vor mir ist, den zu verhängen. Wenn er zurückgesetzt wurde, ist er doch. Also, machen wir schon raus, ja. Das 5 hast du im Speedway vor kurzem gesehen, hast du gesagt. Fährt in die Wüste über Walddriftstrecke. Walddriftstrecke in die Wüste? Ja. Okay. Das heißt wahrscheinlich also hinterer Ausgang. Südlich vom Reparaturpunkt fährt in die Wüste runter. Bin dran. Ja. Sorry. Nein. Sorry, AKM, tut mir leid. Bei 85%. Probieren wir mal das Beste draus. Da vorne ist ein Kopf. Oder? Oh, das war nichts. Wo fährt er hin? Start. Oh, das ist perfekt. Ich komme links. Achtung, Cayenne, ich komme links. Ist jetzt am Kreis keine wirkliche Verfolgung mehr. Dann komme ich doch. Glaube links. Ja, hier rechts. Ja, ist gerade aus durchgefahren. Oh, ja. Cayenne. Ja, gut. Ja, fährt das Hauptverbindungsstraße südlich aus der Stadt raus, ist jetzt gleich auf Höhe kleines S. Fährt ins kleine S auch rein. Aha, verspekuliert. Gibt's doch nicht. Achtung. Ab, oder? Ich komme rechts. Ja, Ui. Moin. Ich hab keinen getroffen. Doch. So, ist am Ende kleines S, fährt rechts weg auf der auf die Festivalstraße in Richtung Stadt. Sehr schön, Karin. Boah, Minis ohne Ende. Achtung, Hilfe. Naja, vier Stück hier, ey. Oh, so, und er fährt in die Stadt. Nein. Oh. Ist jetzt wieder in der Stadt. Sorry. Fährt Richtung Norden raus, so wie es aussieht. Ja, fährt Richtung Norden raus. In die Wüste wieder. Beziehungsweise ist jetzt noch an der Kreuzung mit einer solchen Stadtstraße. Fährt aber geradeaus drüber. Müsste dann an der Kreuzung in der Wüste mit der Wüstenstraße gleich rauskommen. Komm. Jetzt noch der Kreuz zur Wüste, fährt links hoch Richtung Speedway. Ach, okay. Bitte nicht. Falsch gebuckert. Oh, so, scheiße. Er fährt da Offroad in die Wüste rein. Wo? Nein. Rechts? Rechts? Dort, wo wir waren? Ja, ich hier oben, genau beim da, wo UFO. Wir den anderen gerade festgesetzt haben, Richtung okay. UFO. Ich fahre ihm hinterher, vielleicht kann ihm jemand entgegenkommen. Da hat er mich gerade richtig outplayed, tatsächlich. Von wo aus? Ist er ja, ich bin schon... Andere Richtung als der andere gerade eben. Gut, dann komme ich entgegen. Hat er Front oder Mittel? Front. Das ist der RS7, ne? 5. RS5, hatten wir zwei Audis dabei. Ja. Oh, knapp vorbei. Er ist jetzt schon nicht gleich unten an der Kreuzung, wo dann dieser Sprung ist. Alles klar. Kommt jetzt dort an. Fährt auch wieder links rein, also fährt komplett außen drumrum. Ja. Hat aber Probleme ohne Ende, das Ding überhaupt auf der Straße zu halten. Der ist ja nicht der Einzige. Und deswegen fährt man mit dem Eckantrieb nicht ins Offroad. Eieiei. Was ist eigentlich nahe? Ja, Maxi, ja, aber. Mein Resi SLS hat Eckantrieb. Wo ist er hin?
weiter noch auf dem Offroad-Weg. Kommt jetzt gleich aus Ende Blitzerzone raus. Ah, ich sehe euch, okay. Fahren geradeaus in Richtung Stadt. Alles klar. Ist jetzt quasi auf der Nebenverbindungsstraße Ost. Stadt drinnen im Kreisel. Erste Ausfahrt. Richtung Osten raus. Hauptverbindungsstraße runter, ich spekuliere auf kleines S. Wenn da jemand entgegenkommen könnte. Ja, ich bin im kleinen S. Fährt Hauptverbindungsstraße runter. Scheiße. Ja, egal. So, das kommt jetzt in diesen komischen Adventure Park oder was das ist raus. Scheiße. Da ist er. Maxi hat die Kolonne verlassen. Oh, Scheiße. Ja, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Fährt Strandstraße Süd gleich auf die Flugplatzumgehung. Da wollte ich zu viel. Sag dir mir, wenn ich wieder drin bin. Du bist drin. Danke. Flugplatzumgehung. Richtung Strand. Richtung Wüste wieder. Ah, scheiße. Ja, ein Baum, ich bin nicht mehr dran. Achtung, von ihm zu weit. So, frischer Cayenne. Versuch aufzuschließen, aber. Bitte nichts Unzerstörbares. Danke. Ich bin gerade auf dem Flughafen. Wo seid ihr? Flughafen? Kurz vor der Kreuzung oben. Schon so weit? Ja. Ui, ich muss irgendein Mini radiert haben. Hä, wer ist der Audi hinter mir? Ich. Und wo ist der andere? Da geradeaus durch, da hinten fährt er. Ach, Richtung, das da. Nee, das da. Siehst du also den quasi auf Wüste? Der fährt auf der Hauptstraße durch die Wüste. Jetzt habe ich ihn verloren. Der muss irgendwo abgebogen werden. Oh, ja, hab ihn. Und wo? Zwar in den komischen Offroad-Gebiet da von der Stadt draußen, nördlich. Links daneben gleich. Keine Ahnung, da habe ich ihn gesehen. Ja, okay. Das heißt, der kommt wieder an der Wüstenstraße raus, auf jeden Fall. Aber ich glaube, der hat umgedreht. Ja, hat umgedreht, ist noch immer auf den gleichen, dreht wieder um. Warte, jetzt bin ich dran nochmal. Sind gerade jetzt bei der 170-160 Grad Kurve. Ja, aber er fährt quasi noch weiter Richtung Norden, sag ich mal. Ne? Genau, dort. Ja, hab ihn umgedreht. Ja, Achtung, da steht er. Ja, schön rein, jawohl. Lass ihn mal zurück. Wir fahren wieder nördlich, wenn du aus der Stadt nördlich rausfährst. Auf die Straße kommen wir, da wo der erste Offroad-Weg reingeht. Sag uns an, ob ihr im Norden oder Süden. Da sind wir sind jetzt an der normalen Straße. Er kreuzt diese an diesem Dreiecks-Offroad-Weg. Er bremst und fährt Richtung Strandstraße runter. Nee, wollte, hat er aber nicht. Ja, doch, fährt er. Ist gerade aber Offroad. Hast du das rausgeflogen? Okay. Ja, aber es ist in Ordnung, glaube ich, noch mit dem Offroad, wenn er rechts abbiegen wollte. Den habe ich wirklich gehittet. Den Mini habe ich nicht gesehen. Oh, Mini. Ja, komm, dann lassen wir den jetzt hier geradeaus fahren, dann kommen da irgendwie Bäume. Nicht, dass der jetzt rechts abbiegt. Ja, macht er. Biegt aber rechts ab. Ja, schaut, dass er links abbiegt. Nee, in die Stadt. Stadt wäre auch gut, ja. Stadt ist auch möglich. Ja, doch, Stadt. Ja, sehr gut. Warte, Platz. Ja. Na, das war zu früh. Boah, dann lass mich nicht mehr aus der Stadt gehen. Nein, reinschieben, festsitzen. Irgendwo rein, scheißegal. Irgendein Haus. In der Stadt am Kreisverkehr. Ja, das ist gerade ja pures Chaos. Drauf da! Fährt jetzt Richtung Norden aus der Stadt raus. Als ob ich dir schieße. Ja, genau. Sehr gut. Wir haben ihn. Oder? Die Parkbank. Ja. Sehr gut. Ja, auch in der zweiten Runde alle bekommen. Das ist, glaube ich, eine Premiere hier auf Lego, fast schon. Ja, aber ist doch super. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hatte heute echt extrem Spaß an den zwei Runden. Ich hoffe, ihr auch.
und ich hoffe auch beim Einschalten und beim Zuschauen hat es Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Macht's besser. Ciao. Ciao. Ich darf abonnieren.